Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Dom dabei. Good dog. Und wir gucken uns heute an Mono Black Agro King Shorter. Spannend, schaltet nicht ab, nur weil mein Co-Oder hat da keinen Bock. Ja, der erinnert mich halt so an Pox-Zeiten. Du hast halt mit Pox halt gegen Show and Tell nur genau einmal was gemacht und das, wenn du einen Start hattest, der so imbar war, dass der gar nichts mehr machen konnte. Oder der dreimal gemalt hat. Ja, so ähnlich sieht es, glaube ich, in dem Matchup auch aus. Show and Tell ist hier weit vorne. Hier tatsächlich eine neue Show and Tell-Variante mit dem Green Splash und dem... dem Archon? Dem Archon und so weiter und so fort. Also wirklich Fable? Sehr, sehr spannend. Fable ist auch drin, ja. Yes. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob hier schon die Atraxa, ich glaube als One-Off oder Two-Off waren wir drin, nicht als Four-Off. Ja, mittlerweile ist die ja wahnsinnig viel. Das ist auch so eine Karte. Genau. Und auf der anderen Seite Mono Black, Agro, Mono Schwarz. Discard. Bisschen Discard, gar nicht so viel, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Müsst ihr mich mal nachgucken. MTG Goldfish könnt ihr übrigens die meisten unserer Turniere nachgucken, wenn ihr Decklisten oder so haben wollt. Unten in der Videobeschreibung steht es, wenn es ein Backdeck war. Und ansonsten sucht die Fishkick Series. Da sind meistens, also auf Goldfish oder auf MP-Debach, da sind meistens alle Decks. Und Ben war öfter schon mal dabei. Yes. Brainstorm. Yes. Der sieht ziemlich hart gebleached aus. Der ist, glaube ich, wegen dem Foiling. Stimmt, mein Deck ist ja... Der ist Foil. Ich habe gerade auch erst gedacht, gab es den in dem komischen Double Feature? In dem Artwork. Nee, kein Double Feature, kein Secret Layer, wo er als Hidden direkt drunter sein konnte oder so. Nee. Ich glaube nicht. Nee, ansonsten, das Problem zum Beispiel mit Mono Black Aggro jetzt zum Beispiel, der hat zu wenig Discard. Du kriegst Show and Tell tatsächlich nur mit gutem Discard, wenn du Mono Black spielst. Mhm. Das Problem ist halt auch, vom Prinzip her, es ist ja richtig. Ich muss aber sagen, dadurch, dass diese Variante so viele mehr auf Kreaturen aufbaut wie alles andere, kannst du halt auch mit sowas wie Sudden Edict überpicken. Ja, klar. Das stimmt. Sudden Edict kann hier definitiv eine Karte sein. Wenn die Atraxa noch nicht drin ist. Atraxa ist halt, macht das Sudden Edict halt auch bad. Ja, du kriegst halt die neue Kreatur. Mhm. Ziemlich safe. Naja, und so ein paar Karten. Was du halt machen könntest hier mit Mono Black Aggro ist, wenn du die Chance hast, über einen Dark Ridge einen Position Agent zu casten, wenn dir Mainboard ist. Ja, das stimmt. Damit kannst du halt Show and Tell auch kriegen. Guck mal, da ist ein Panorama. Sümpfe machen ein Panorama. Ja. Nice. Dirty Voidwalker. Dirty Voidwalker. Ja, wir haben schon Dirty Voidwalker im Makro casten sehen. Ja, das war super. Das war total geil. Einen von zwei am Tisch. Ja, also für mich. Ja. Für Steffen war es nicht so cool. Steffen. Wobei Steffen hat es auch gefeiert. Ja, ich glaube, alle haben auch gefeiert. Ja, Doughty, da ist halt die Sache, Doughty kann hier ein bisschen Text haben, aber... ich wäre halt jetzt auch schon wieder so... Ich hätte die zwei Mana offen gelassen. Fürs Edict meinst du? Ja, wenn du es hast. Oder um es zu faken. Weil der Doughty... Fetch, die gehen ins Exile. Die gehen ins Exile. Relevant wäre. Der Doughty ist da halt, die schlechtere Karte, finde ich. Ja. Ja, fies ist jetzt halt, wenn jetzt ein Emmy kommt, ja, zum Haut. Das ist genau der Punkt. Basic. Spannend. Spannend. Das ist echt interessant. Angst vor Wasteland. Ja, aber wenn ich denn schon zwei Duels liegen habe, die Angst vor Wasteland doch riesig, dann muss ich doch genau dann auf mehr Duels gehen, damit ich dann nicht... Gibt Leute, die wollen unbedingt genau Mono Black, Mono Blue oder haben. Einfach nur sie leer Basics schaufen. Ja, oder dort. Vollkommen möglich. Oder wenigstens Vollländer. Ja, das stimmt, stimmt. Da kommt jetzt für viermal... Eine Schnickangriff. Das ist ein Problem. Gerade dann hätte ich aber so wichtig das Rot-Fetch gemacht, das zweite. Ja. Das zweite also Rot Wahnsinn. Ist so wichtig. Wahnsinn, jetzt in diesem Wasteland halt so raus. Ich meine, ich habe da noch gerade den Fetch auf der Hand gesehen, aber... Jetzt ist halt der Punkt, wo der massive Discard richtig gut sein kann. Und wenn du den nicht hast, ist das so bad. Ja, der Doughty greift jetzt hier an, das passiert immer. Ja, der kann ja eh nicht blocken. So. Und, ja, aber er kann lustige Sachen machen. Ja. Da wird auch Reminder. Er kann lustige Sachen machen. Aber ich glaube, er kann sie auch als Instant machen, eigentlich. Ja, ja. Weil dann kann man tatsächlich hingehen und kann
einen Counterspell, den der Spieler gespielt hat, in demselben Zug wiederverwenden. Nicht auf denselben Spell, aber du kannst ihn langsam resolven lassen, dann geht er in den Friedhof und dann on the stack wieder benutzen. Ja. Das ist ganz witzig, was du da machen kannst. Ne? Aber wie gesagt, hier, dass das halt keine Insel, also dass da kein Ding gefetcht wurde, finde ich schon. So, der Doughty ist auch raus aus der Materie. Ja. Boah. Ist vom Prinzip her halt jetzt super gefährlich für mein Deck, wa? Man hatte halt diese Top-Decks, aber ich sehe halt zwei Sub-Nedicts. Ja, okay, dann kann es auch sein, dass der Spieler da genau nichts macht. Das ist die Frage, was reinkommt. Archon. Trigger. So, auf den Trigger wird reagiert, Sub-Nedict. Yes. So. Nee, deswegen, also wenn jetzt ein zweites Rotes wäre, dann könnte man halt die nächste Karte überlegen, ne? Ja. Das ist jetzt ein Punkt. Das ist schon ein Unterschied tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob die Dings drauf ist, aber der Effekt von dem Archon liegt noch auf dem Stack hoffentlich. Hm. Oh. Winde der Sonne. Da muss noch eine Kreatur geopfert und eine Handkarte abgeschmissen werden. Und muss noch eine Karte gezogen werden. Ja. Ach stimmt, man kriegt ja auch noch Leben, ne? Drei Stück, yes. Ja. Wenn der nicht getappt gewesen wäre. Nein, ich würde jetzt noch eine Kreatur opfern. Ja, du musst ja dann. Casten. Aber der nächste Doughty wird interessant. Jo, der nächste Doughty wird ziemlich interessant. So, dann ziehst du noch eine Karte. Jetzt ist die Frage. War das ein Petal? Das war ein Petal. Weiß ich nicht. Ich dachte, es ist ein Petal, ja. Damit hat man halt noch ein rotes für noch einen Dude. Ich frage, ob man noch einen Dude hat. Push wurde abgeworfen. Ja, Push macht halt nichts. Gar nichts. Das ist auch safe eine Karte, die ja jetzt kommt wahrscheinlich. Backstreet, Dude, Emmy. Emmy. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Das hätte man nicht gebraucht, hätte man nie anders gefasht. Ja. Das war halt Luck. Ja, jetzt ist halt so der Punkt. Verliert seine ganzen Länder. Und du kannst halt nichts machen. Nichts. Ja. Ja, du spielst das halt weiter. Ja, klar, spielst du das weiter. Du gehst jetzt auf eins runter und dann hoffst du aufs Beste. Aber ja, okay, wird auch schon. War nur noch Forces. Ah, da kommt der Okay, da kommt der Grusel-Daddy von der Top, ne? Grusel-Daddy von der Top. Ja, gruselig. Ja, nee, der Emmy wäre reingemischt worden. Stimmt, der Emmy wäre reingemischt worden. Das wäre eine neue Order gewesen, aber trotzdem. Ja, nee, also ich bin noch der Fan davon, gerade bei Show and Tells einfach weiterzuspielen. Weil ich habe es so oft schon erlebt, mit ein, zwei Mana, gerade mit so einem Deck, wo man halt auch wirklich mit Dark Rit und so weiter ordentlich pushen kann, einfach weiterspielen. Wenn du halt auf der Hand schon kein Land mehr hast, ist das halt schwierig. Auch dann habe ich schon gemacht, tatsächlich. Ja, klar, würde ich auch machen, aber dann minimiert sich halt die Chance, dass da noch irgendwas passiert. Absolut. Auf der anderen Seite war die Runde auch schnell rum, da hätte man schon noch weiter spielen können. Ja. Sieben. Emmy. Force of Will. Rainstorm. Es fängt Mono Black Aggro an. Spannend. Das hast du im Sideboard bei Mono Black Aggro dagegen? Boah. Schwierig, wa? Andere Edict-Effekte. Mehr Edicts. Ja, weil den Push kannst du rausschmeißen. Ja, das stimmt. Dann wäre ich sogar fast noch versucht, wenn du hast, Surgical oder so reinzunehmen. Mhm. Weil du hast die Chance, ein Show and Tell zu kriegen und dann ist es weg. Mhm. Piffing Needle. Jo, Piffing Needle, gute Karte, ja. Oder wie gesagt, wenn sie nicht Mainboard sind, hast du es halt Board 100 Pro Opposition Agent. Ja, Opposition Agent, die auch dann ziemlich, ziemlich strong. Bei Show and Tell wäre ich mir gar nicht so sicher, was du da Sideboard, ob du überhaupt das Sideboard hast. Mehr Counter müsste ich noch nicht machen. Du brauchst nicht viel Counter. Du hast halt Veil of Summer. Manchmal Mainboard, manchmal Sideboard. Das kannst du dicke Board. Mainboard reinnehmen. Was sonst? Spannend. Du könntest halt die schlechteren gegen bessere Counter austauschen. Du könntest Flusterstorm für Force reinnehmen und die Veil of Summer reinnehmen. Ja. Daze ist immer noch gut, finde ich. Ja. Weil gerade bei dem Deck bist du halt meistens on the edge mit Mana und willst on curve spielen, also mit Mono Black Aggro. Ist die Frage, was da jetzt wieder kommt. Das End of Turn Fetches finde ich immer so spannend. Aber ich glaube, man will einfach das Deck ein bisschen ausdünnen. Ja, kommt halt drauf an, wenn du zwei Länder oder drei Länder auf der Hand hast, ist das echt ein Plan. Ja, das reicht ja. Bis auf 19.
Yes. Die Frage, ob da jetzt noch... Er macht nie irgendwie einen Drop mit einem Dark Red. Nie. Was schade ist. Das Deck kann halt super explosiv in den Dark Red werden. Oh, schon wieder Landscape. Yes. Absolut. Die Frage ist jetzt, kann man das converten? Will man das converten? Ja, ist jetzt die Frage. Man hat halt eben bitterlich gelernt, ne? Zweimal. Ja, wobei, ne? Mit dem Dings hat ja funktioniert, aber in dem Zug kam ja nichts. Ja. Ich würde halt für ein Daze-Proof Spell gehen, wenn du hast. Da kommt ein Bob. Der macht sogar Schaden. Boah, schwierig. Ja, da würde ich auch als Schonteil-Spieler sagen, den kannst du haben. Der macht im Zweifelsfall, dass ein Emmy alleine überliefert ist. Ja, genau. Das kann, ja, so schnell nicht mehr, aber du hast relativ viele Free-Drops im Deck. Also der kann schon mal wehtun. Free-Drop und Fetch und bam, da bist du. Wie ich Ben kenne, deckt der damit eh nur Länder auf. Das können wir sehen. Engine Doom und noch einen Schlägerangriff. Noch einen Schleichangriff. Das ist halt die Karte, die willst du gar nicht sehen. Nee. Die beste Karte, die du irgendwie noch auf der Hand. Die beste Karte, die du jetzt haben könntest, wäre ein. Ja. Ja. Ne? Bob Trigger zeigt ein Land und jetzt hast du hoffentlich ein Wasteland, ansonsten wird's richtig eklig. Hast du nicht. Das ist spannend. Spannend. Hast du einen Edict-Effekt? Ist die andere Frage. Ja, und wenn ja, welchen? Weil gerade dem Matchup und auch gegen zum Beispiel das selber Matchup ist halt der Sudden Edict so viel besser wie She-All Rift. Da kommt ein Dark Red. Finally a Dark Red. Okay, wird einfach ja gesagt. Ja, countert man meistens eh nicht. Regisaur, 7-6. 7-6, ich glaube, Trampel? Nee, Trampel hat er genau nicht. Du musst zumindest Abgiftsler. Eine Karte abwerfen. Der muss nicht geopfert werden, wenn das nicht passiert. Das ist dumm. Genau. Zumindest abgibst und dann hast du halt den und den Bob-Träger. Dann kannst du die auseinanderstacken. Ja. Mehr rotes Mana. Diesmal nimmt man auch mehr rotes Mana. Also stackst du erst den Bob und dann den Saurus und dann ziehst du trotzdem zwei Karten die Runde. Spannend, ne? Zwei rote Mana sind halt eklig. Ja. Die heißen im Zweifelsfall, ein Edikt reicht nicht. Yes. Ich glaube, das ist ja auch die Idee. So, aktivier. Grizzlebrand ist da. Activate. Und da kommt die dicke Sau. Boah. Ich erstmal so. Uiuiuiuiui. Da hätte ich zu viel Angst vor dem Edik gehabt, hätte erstmal 7 Karten gezogen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte auf die Edik gezogen. Auf die zweite Aktivierung. Boah, wer ist hier wichtiger? Der Grizzlebrand, weil der dir Leben wiedergibt. So, und der Emrakul darauf zieht man 7 Karten. Auch sehr spannend, dass man hier wirklich wartet, was der Gegner tut. Weil wenn jetzt der Edik kommt, kann man es ja nicht mehr machen. Ja. Da geht das Landscape weiter. Spannend. Vor allem, du bist dann jetzt auf 7 Leben runter. Okay, wenn du. Sind halt beide eklig, beide Kreaturen, ne? Ich glaube, hier wird der Emmy überleben. 6. Ja, klar, der Emmy wird halt eh überleben, aber so hättest du dann halt safe den Grizzlebrand weggehabt. Ja, vielleicht opfert er schon zum Beispiel auch den Emmy. Ja. Könnte auch passieren. Wenn ihr ob ein Edit-Effekt kommt. Bisher sind wir nur am. Da geht das. Ja, da geht der. Hulledaddy greift ja an, Trigger. Oh, 6 permanente Short, kriegen 15 Schaden. Ja, nachdem halt der die Karte gezogen wurde, ist es halt echt heftig dämlich. Ja. Also dämlich für den Mono Black Aggro Spieler. Weil es halt wirklich wehtut einfach. Der Gegner muss jetzt ein bisschen discarden, er hat wahrscheinlich noch eine Kreatur oder Brains on Ponder was zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hier was hat, ist super hoch. Ja. Und ja. Du brauchst jetzt theoretisch ein Land und eine Piffing Needle und die muss durchkommen. Ja. Das klingt schon sehr unwahrscheinlich. Das ist verdammt unwahrscheinlich, ja. Um ehrlich zu sein. So, da kommt alles in den Schrott und dann wird das schon mal reingemischt. Yes. Ja, und dann. Auch gibt's kein Surgical.
Teil der Shuffle und dann bist du dran. Land. Es hat nur 7 Leben, boah. Wer ist halt Land, Darkrid oder Land Mox? Wir haben die ganze Zeit kein Chromox gesehen, nichts so. Ne, kein Fast Mana außer Darkrid. Das ist krass. Und das auch nur einmal, was sehr schade ist für Mandagago. Auf der anderen Seite Show and Tell hier super souverän am Spielen. Zeigt halt, warum Show and Tell einfach ein stabiles Control-Combo-Deck ist. Seit Jahrzehnten. Ja, seit Jahrzehnten. Und sich jetzt endlich mal geändert hat. Ja, stimmt. Da gab es mal neuen Spice. Und warum? Wegen Modern Horizons. Ja, und auch wegen Kamigawa. Stimmt, eine Kamigawa und wegen... Da ist der Annie. Ich habe ihn gesehen. Wir haben gesehen, die Klappe ist schon umgesprungen auf 2. Das ist so. Das vorbei. Yes. Scheiße. Ja, 2-0 Show and Tell. Wir haben es vorausgesagt. Das ist wirklich kein geiles Matchup für Mono Black Aggro. Nee. Aber spannend. Oh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.